Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi und ich möchte heute mit euch Scrunchies häkeln. Die sind wieder top modern und dabei wirklich super einfach gemacht und easy für Anfänger, bestehen nämlich nur aus festen Maschen und einem Haargummi. Und wenn ihr wissen wollt, wie das jetzt geht, dann bleibt dran und ich zeig's euch. Für meine gehäkelten Scrunchies brauche ich Zopfgummis, eine Häkelnadel, passend zur Wolle und Wollreste. Ich habe hier die Wollreste von meinem Loop und damit meine Adi Swing in Nadelstärke 5. Und am Ende brauchen wir noch eine Nadel zum Vernähen. Und wenn ihr das habt, können wir direkt loslegen. So, für unseren Scrunchie, um damit loszulegen, brauche ich hier nur einen kurzen Endfaden. Mache mir hier eine Anfangsschlaufe durch. Das hole ich hier durch. Und jetzt mache ich ein paar Luftmaschen und zwar ungefähr für 5-6 cm. 4 reichen auch, wenn ihr es schmaler wollt. Eine Luftmasche mache ich, indem ich den Faden einfach mit der Häkelnadel immer nur durchziehe. Das sind hier 4, 5, 6, 7 und 8 Luftmaschen. So. Und das sind hier gute 5 cm. Dann mache ich eine Luftmasche zum Wenden und jetzt steche ich hier ein und häkel nur mit festen Maschen. Das heißt, ich hole mir die Masche, den Faden und ziehe jetzt, hole den Faden neu und ziehe den durch beide Maschen durch. Das ist eine feste Masche. Dann gehe ich hier in die nächste Masche rein, hole mir den Faden, habe 2 Schlaufen, ziehe den neuen Faden durch die 2 Schlaufen durch und habe eine feste Masche. Rein, Faden holen, Faden neu holen und durch beide Schlaufen durchholen. Und das macht ihr in jede Luftmasche. Dann haben wir also am Ende 8 feste Maschen. So. Zack. Und jetzt haben wir das fertig. Und jetzt legen wir das hier einmal rum. Also ich drehe nicht um, sondern ich lege das hier einmal rum. Und lege jetzt hier den Gummi einfach drauf. Dann klappe ich mir das vorne zusammen. Da ist in meine erste Masche. Hier könnt ihr das Zöpfchen erkennen. Da gehe ich mit der Häkelnadel unter das Zöpfchen drunter. Hole mir den Faden, habe wieder 2 Schlaufen und hole mir den Faden neu durch. Und dann ab ins nächste Zöpfchen rein und eine feste Masche machen. Und jetzt seht ihr, habe ich das Ganze schon zur Runde geschlossen und häkel jetzt hier einfach nur in Runden. So. Feste Maschen rum. Und das nennt man Spiralrunden für alle Anfänger. Das sind Spiralrunden, weil ich jetzt hier nirgendwo einmal in die Höhe gehen muss, sondern ich häkel hier einfach in Spiralen rum und der Gummi, der liegt hier unten drin und den halte ich mir immer ein bisschen fest und lasse den hier locker mitlaufen und jetzt häkel ich einfach fröhlich in Runden feste Maschen und zwar so lange, bis der Gummi voll ist und den lasst ihr hier unten einfach immer in eurem Häkelwerk hängen. Wenn ihr das habt, sehen wir uns wieder. Irgendwann wird das auf eurem, um euren Gummi herum ein bisschen voll. So, dann müsst ihr das immer wieder ein bisschen drehen, damit der Scrunchie hier rauskommt und damit sich das nicht komplett um den Gummi herum verleiert. So. Also hier immer ein Stückchen drehen und irgendwann ist der Gummi auch voll und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, irgendwann ist euer Scrunchie voll oder wie bei mir auch das Garn alle und im Idealfall ist dann natürlich auch der Scrunchie voll und dann beenden wir unsere Arbeit, indem ich in die nächste Masche reingehe und eine Kettmasche mache. Dafür hole ich mir den Faden,
Zieh den hier durch und zieh den auch gleich durch die nächste Schlaufe durch. Jetzt hole ich mir den nochmal, mache eine Luftmasche und zack, da ist er dran. So, jetzt hat sich hier unser Anfangsfaden ein bisschen um den Gummi herumgewickelt. Das passiert immer. Das machen wir wieder auf und jetzt sortieren wir uns das einmal, dass das ungefähr gerade gegenüber liegt. So. Dann fädel ich mir meinen Restfaden auf. Und jetzt könnte man den natürlich auch so offen lassen. Beim Tragen klafft das wenig auseinander, aber ich mag es gerne zusammengenäht. Und dafür gehe ich jetzt einfach hier in die Maschen rein. Und zwar hier in die Fädchen, die sich gegenüber liegen. Gehe einmal hier rüber. So. Und dann auf der anderen Seite da wieder durch und da wieder zurück. So. Und da wieder durch und da wieder zurück. Und nähe mir das auf die Art und Weise zusammen. Das geht auch ganz fix. Sind nämlich nur insgesamt 8 Maschen. Und deswegen kommen wir hier relativ schnell ans Ziel. So, da war ich schon drin in der Masche. Da ist meine nächste und hier ist auch schon meine letzte. So, hier ziehe ich das noch ein bisschen zusammen. Das ist nämlich der Anfang. So, und da ist der auch schon zu, der Scrunchie. Und jetzt kann ich meinen Faden einfach hier so in den festen Maschen vernähen. Einmal hier so ein bisschen in der Spiralrunde rundherum. Und dann habt ihr das auch schon geschafft. Und könnt ihr den auch schon da am Ende einfach abschneiden. Das Vernähen macht ihr auch noch mit dem anderen Faden. Und fertig ist euer Scrunchie und kann getragen werden. War doch ganz, ganz leicht und sieht außerdem noch richtig schick aus, wie ich finde. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, empfehlt mich gerne weiter und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.